Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze. Das ist ja gar nicht der Matze, wer bist du denn? Martha. Martha? Ja. Aber hört sich an wie Matze, oder? Nee. Ist Martha nicht der weibliche Name von Matze? Nee. Na, ich denke schon, oder? Martha und Matthias? Nein, aber du schreibst dich mit R und TH. Ja. Martha. Heute meine Assistentin? Ja. Warum? Weil Matze nicht da ist? Ja. Und einer muss mir helfen, ne? Damit wir es hier zusammen hinkriegen. Borkheide News TV hast du schon mal gesehen? Ja. Ach so, übrigens, ich bin der Lutze, ja. Martha und Lutze heute, Borkheide News TV. Hallo. Da. Guck mal da. Da. Sind es Ferien? Bombenwetter? Ja. Wie war das Zeugnis? Gut. Gut? Ja. Bist du zufrieden? Endlich Ferien, ne? Ja. Und was machst du in den Ferien? Ich gehe baden, ich gehe auch viel weg. Und ja. Geht's noch in Urlaub irgendwo hin? Ja. Wohin geht's denn? In die Reiterferien bei unserer Reitlehrerin in Weiz. Ja. Dann gehen wir auf den Bauernhof. Ja. Und dann kommt noch ein Freund, der heißt Janik. Aha. Und was macht ihr auf dem Bauernhof? Kühe reiten? Nee. Nicht? Was Haflinger denn? Reiten. Haflinger, was ist das denn? Das sind doch Äpfel. Das sind Pferde? Ja. Sind das doch Pferdeäpfel? Nein. Nein? Die kackern Pferdeäpfel. Ach so. Und? Macht Spaß reiten? Ja. Bist du schon mal runtergefallen? Zweimal. Zweimal runtergefallen? Vom Pony und von einer alten Dame. Wie bitte? Du bist von einer alten Dame runtergefallen? Ja. Was machst du denn auf der alten auch Dame? Alter Haflinger. Ach so, ich dachte, du würdest jetzt sagen, ich habe an eine Oma gedacht, wo du runtergefallen bist. Eine alte Dame ist doch eine Oma, oder? Ja? Ja, und ihre Mitkameradin ist Toni, die reite ich auch schon. Ja. Und es ist echt toll, auf ihr zu galoppieren, weil ich galoppiere auch auf ihr. Mhm. Und ich bin auf der Maggie galoppiert. Ja. Dann ist sie losgerast. Ich konnte mich nicht halten und dann bin ich hier vorne auf dem Helm. Und hier vorne war das dann aufgekratzt. Am Helm? Ja. Naja, aber du hast nichts, keine Schmerzen gehabt. Nur ein bisschen. Doch. Ja. Ja, das Bein wehgetan. Aber nicht so schlimm. So, Martha, jetzt müssen wir noch ein bisschen Borkheide News TV machen. Der Matze hat sich verdrückt. Ich weiß gar nicht warum. Und seitdem die alle in Urlaub gefahren sind, am Donnerstag gab es ja Ferien, Zeugnisse, ne? Nee, Mittwoch gab es Zeugnisse. Donnerstag waren Ferien. Mittwoch. Mittwoch gab es Zeugnisse und ja, seit Donnerstag sind Ferien und was soll man sagen? Und seitdem ist die Inzidenz hier im Amt Brück auf Null gefallen, weil alle die vielleicht noch was haben, sind alle weggefahren. Matze ist nicht da und halb Borkheide ist leer, richtig ruhig. Ja, deine Freundinnen auch alle weg? Mhm. Nur ein paar. Nur ein paar. Und der Matze, der ist nämlich auch weggefahren, weißt du? Und der ist zur Ostsee und ich glaube, der ist da gar nicht ganz alleine, aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Pass mal auf, der Matze war nämlich so gewesen, der hat mir einfach ein Video geschickt, damit wir mal sehen können, wo er sich rumtreibt. Das schauen wir jetzt mal hin, pass auf. Wir machen Urlaub. Sind wir auch eine Schar von Sünder? Wir machen Urlaub. Heute musst du dich mal selber plündern. Wir machen Urlaub. Das hier ist keine Meuterei, aber wenn's recht ist, dann nehmen wir uns heute frei. Wisst ihr, es wird auch mal Zeit, raus aus Borkheide, kein Lutze, kein Janisch, einfach mal Urlaub, wisst ihr? Das ist so richtig schön Ruhe. Keiner nervt einen, keiner geht einem auf den Sack. Komm, wir können mal darauf einstoßen. Mensch, Matze, du auch hier? Hier wird ein Schwarzbier an der Ostsee. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Naja, Rainer geht ja noch. Also. Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, ein bisschen schlimmer geht doch immer. Na ja, Hübschen. Das soll gut gehen. Wir sind hier alleine. Ach du je. Und ich dachte, ich komme hier mal medienfrei durch. Nix da. Borkheide TV ist auch schon hier. Hallöchen. Danke. Die Chips jetzt. Was macht ihr hier? Was nur hier? Matze, komm, Bier trinken. Ab.
Hüpfst du? Prost. Ich will nicht mehr. Komm, wir gehen. Tja, hast du es gesehen, wo der war? An der Ostsee. An der Ostsee. Auch hin. Hast du es gehört, Matze? Martha möchte auch hin, kannst du schon mal abholen. Ja? Mit Pferde oder ohne? Ohne. Ohne Pferde. Ein bisschen baden gehen in der Ostsee, ne? So, was haben wir denn noch so zu berichten? Also der Matze, also den Feriengruß von Matze haben wir schon gesehen, aber wenn du auf dem Reiterhof gehst, da kannst du ja auch mal ein Foto machen, oder? Wie ja, du auf dem Pferd reitest. Kannst du mal machen, ne? Aber das muss dann Rita machen. Ja? Ja. Okay. So, da der Matze uns ja die schönen Videos zeigt, können wir ja gar nicht so viel erzählen, außer dass wir gar nicht so viel Verkehr haben. Wunderschönes Wetter, und über das Wetter machst du ja heute Wetter, oder? Matze macht immer Wetter. Bist du heute mein Wetterfrosch? Kannst du das Wetter ansagen? Vielleicht. Ja, was vielleicht. Kommt denn? Was kommt denn morgen für ein Wetter? Nicht so schön, also es wird gewittern, aber es wird 35 Grad, würde ich schon mal sagen. Also frühs könnte man dann noch in den Pool hüpfen, kann dann aber abends vielleicht angefangen zu gewittern und dann kann man leider nicht mehr in den Pool. Ja. Und auf was müssen wir noch aufpassen? Waldbrandwarnstufe ist es doch, ne? Ja. Ja. Ist zu trocken, ne? Da muss man aufpassen, dass der Wald kein Feuer fängt, sonst hat unsere Feuerwehr wieder so unheimlich viel zu tun. Ne? Ja, die hatte, glaube ich, schon Autobrand. Aber Gott sei Dank haben wir ja das Waldbad, kann man baden gehen. Ne? Außer wenn Gewitter ist, ne? Dann nicht. Ja, einmal gab es einen Notfall und da hat Roberts Piepgerät gepiept und dann, oh, das war so schrecklich alles. Ich mag es nicht, wenn Waldbrände sind. Nein, das mag, glaube ich, keiner. Nicht mal die Feuerwehr mag das. Die schwitzen nämlich dolle bei sowas, ja. Und dann ist es noch gefährlich. Jo, so, jetzt hast du natürlich wunderbar das Wetter angesagt. Jetzt gucken wir uns noch mal an. Der Matze hat sich nämlich Verstärkung geholt. Der Donald Becker, der da mit dem Hund war eben, der ist ein richtiger Wetterfrosch aus dem Westdeutschen Rundfunk, glaube ich. Und der hat mit Matze zusammen Wetter gemacht. Und wie die das gemacht haben, das gucken wir uns jetzt noch mal zusammen an, ja? Ja. Ja? Pass auf. Hallo Brockheide, hallo Welt. Hallo Lutze übrigens, allein zu Hause. Du meckerst ja immer mit mir, dass ich das mit dem Wetter irgendwie überhaupt nicht hinkriege, ja? Und das war für mich mal Grund genug, einfach zu sagen, dann setze ich mir einfach mal professionelle Hilfe, nehme ich. Und dann wird das mit dem Wetter für die kommende Woche... Wo ist die professionelle Hilfe? ...auch funktionieren. Wie hier im Bild zu sehen, das ist der Donald Becker. Der sitzt übrigens normalerweise alle zwei Wochen in Köln beim WDR und macht dort das Wetter beim MoMA. Und war vor 10 Jahren auch bei uns im Waldbad mit dem MoMA-Wetter. 10 Jahre ist das schon wieder. 10 Jahre schon wieder. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich wiederkomme. Und wir sehen noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Schon. Wahnsinn. Ja. Siebenschläfer. Ja, Thema 1. Siebenschläfer. 27. Hammer. Juni. Ne? Heute. Also wir senden ja morgen, aber es ist heute. Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es 7 Wochen bleiben mag, ist die alte Bauernweisheit. Aber die stimmt natürlich nicht, denn 7 Wochen lang das gleiche Wetter, sowas gab es noch nie. Wird es auch nie geben. Aber man muss dazu sagen, dass diese Wetterregel doch relativ gut ist, wenn wir sie so ein bisschen nach unseren Bedürfnissen umformen. Das heißt, wir rechnen dann noch die gregorianische Kalenderreform mit rein, die es gab. Und zwar wurden ja damals 10 Tage gestrichen. Und deswegen gucken die Meteorologen eigentlich jetzt vom 27. Juni bis zum 7. Juli. Und so, wie sich das Wetter in dieser Zeit einpegelt, also entweder stabile Hochdrucklage oder eher leicht wechselhaft, so geht es dann gerne noch 2, 3, 4 Wochen weiter, aber nicht 7 Wochen. Aber zumindest kann man da schon einen ganz guten Trend ableiten. Und dann ist diese Regel auch schon so mit einer Trefferquote von 60-70% behaftet. Also relativ gut, deutlich besser als raten. Das heißt, im Moment haben wir noch eine Hochdrucklage, aber wir haben noch gerade schon mal geguckt und da sagt es so für die nächsten Tage, Dienstag, Mittwoch, nichts wo das. Genau, Dienstag erstmal noch schwitzen, 31, 32 Grad möglich, aber dann zum Abend dicke Quellwolken und die ersten Hitzegewitter. Die werden dann in der Nacht zum Mittwoch spätestens durchziehen, also wenn es bis zum Abend noch nicht geklappt hat, können zum Teil unwetterartig sein, das heißt Starkregen, Hagelschlag und am Mittwoch kommt dann eine Erholungsphase, das heißt etwas kühler, 26, 27 Grad wird den meisten reichen, also recht angenehm und kaum Schauer, bevor dann Donnerstag, Freitag und auch Richtung Wochenende erneut wahrscheinlich, so wie es heute aussieht, von Nordosten kräftige Regenfälle reinziehen, aber in unserer Region ist das ja eigentlich auch wichtig. Sehr wichtig. Ja. Und hoffentlich auch nicht so, wie es in Tschechien passiert ist, dass dann gleich aus so einer Situation so eine Tornado
Situation entsteht. Dazu bräuchte man noch Windscherung, das heißt, dass mit der Höhe sich die Windrichtung und die Geschwindigkeit ändert und dann hat man sehr gerne diese, ja, diese Wirbel, die sich bilden und in einem Gewitter werden die gerne aufgerichtet, quasi wie so, wie so eine Spirale, die sich dann in Richtung Boden durchsetzt und dort, wo dieser Tornado, früher hat man dazu auch Zeigefinger Gottes gesagt, den Boden berührt, da steht natürlich nichts mehr. Das, danach sieht es aber nicht aus. Also die Wahrscheinlichkeit, von einem Tornado getroffen zu werden in Deutschland ist relativ gering, aber man muss sagen, so 60, also je nach Wetterlage, 40 bis 60 Tornados gibt es doch jedes Jahr in Deutschland. Also gar nicht mal so wenig. Dann haben wir bei uns bisher Glück gehabt. Ja. Brachwitz hat es vor ein paar Jahren mal erwischt. Da gab es ja auch mal so ein bisschen. Oberlockirchhain hat es auch mal erwischt. Ja. Und so ein paar Orte hat es doch schon mal getroffen. Meist ziehen die zum Glück über unbewohnte Gegenden, also Felder und so weiter, Wiesen, da wo es keiner merkt. Und da sind die auch gut aufgehoben. Müssen wir nicht haben. Nee, das so, und jetzt sitzen wir hier Sonntagabend und weiß gar nicht, wie die Rechnung ausfallen wird für Burkhalde News TV, wenn wir den Donald hier am Sonntagabend vor die Kamera zerren. Aber das Thema Beruf, Hobby, Beruf. Du machst es ja auch mit Leidenschaft. Genau. Und eigentlich ist so die Wetterbegeisterung geweckt worden. Vielleicht erinnern sich viele dran. Damals der Winter 78, 79. Zwei Schneestürme hintereinander. Der eine kam so kurz nach Weihnachten. Weihnachten selber war Tauwetter 78. Zum Jahreswechsel großer Schneesturm. Und dann hat man gesagt, das war ein Jahrhundertereignis. Jetzt müssen wir 100 Jahre warten, bevor der nächste Schneesturm kommt. Vier Wochen später kam der nächste, nämlich im Februar. Mhm. Fast die gleiche Wetterlage nochmal, aber seitdem, na gut, wir hatten in diesem Winter im Februar, das kam, was da so in Thüringen sich abgespielt hat, bis nach Nordrhein-Westfalen, das war schon relativ ähnlich. Nicht ganz so schlimm wie damals, aber zumindest gab es ja auch in diesem Winter mal wieder einen kleinen Schneesturm. Zumindest haben wir ein bisschen mehr Winterdienst heutzutage auf der Straße und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Salz. Also. Ja, ja, aber ist alles empfindlich. Wenn heute der Strom ausfällt, heutzutage 3 Stunden, ich glaube, dann ist schon Chaos angesagt. Ja, schön. Also wir haben jetzt die Vorschau für die Woche gehabt, Lutze. Du kannst jetzt eigentlich nicht mehr meckern. Was für uns hier vor der Kamera nicht ganz so einfach ist, ich zeige es dir mal im Bild, das sind nämlich die zwei da gegenüber. Die Regie dahinter. Quasi die Regie, die da nur rumkaspert und rumlacht. Das macht es uns hier nicht einfacher. Und der eine davon ist der Jörg, den kennt er ja bei uns aus Brockheider Waldfahrt, unser Vereinsvorsitzender. El Presidente. Und das ist auch der Grund, warum der Donald hier sitzt, weil die beiden, die waren zusammen quasi auf der Wetterschule, sage ich jetzt mal so einfach. Ja, sozusagen. Er ein bisschen früher, ich ein bisschen später. Ja, wir hatten beruflich sehr viel zu tun miteinander und später dann eher privat, zum Glück. Und das hält bis heute. Ja. Donald, recht herzlichen Dank. Gerne. Von hier aus und auf dass wir noch ein paar schöne Sommertage bekommen. Nur doch. Jetzt mal ein bisschen Regen. Ist auch ganz gut für die Umwelt. Achso, den Trend haben wir ja gar nicht gemacht. Na, Siebenschläferphase. Also aus heutiger Sicht sieht es so aus, es wird keinen Dürresommer geben, das ist ja gut. Er wird aber auch nicht komplett ins Wasser fallen. Also vielleicht wird es dann mal endlich so ein halbwegs normaler Sommer. Das heißt, so kommt mal eine heiße Phase, dann kommen die Gewitter, bringen Abkühlung. Es ist ein paar Tage kühler und dann schaukelt es sich wieder auf bis zur nächsten kleinen Hitzewelle. Also ich denke mal, es geht immer so ein bisschen hin und her, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt, sondern auf jeden kann Fall man sich selber auch mal wieder ein bisschen runterkühlen. Und es wird noch sehr viele gute Badetage in Borkheide geben. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben alles abgearbeitet. Gut. Nochmal, Dankeschön und Tschüss aus Julius Ruh. Julius Ruh an der Ostsee. Ja. Bis demnächst. Tschüss. Prost. Kaspar Köppe. So, das war aber ein langes Wetter gewesen, ne? Da haben die beiden ganz schön gelabert und hast du gehört, wie dahinter immer die Flaschen geklippert haben? Die haben bestimmt was getrunken dahinter, oder? Ja. Aber nicht der Matze, ne? Ich hab auch Durst. Du hast auch Durst, na, ja, da müssen wir mal gucken. So, jetzt sind wir ja eigentlich durch. Ja, können wir uns jetzt von unseren Zuschauern verabschieden? Da sitzen die alle. Ja, und toll, dass du heute für Matze eingesprungen bist. Ne? Wir wünschen euch alle hier in Borkheide schöne Ferien und noch eine schöne Woche und kein Hagel hoffentlich. Und ein bisschen Regen können wir ruhig gebrauchen und dass es warm bleibt. Und diesmal hier tschüss vor der Kamera, sagen euch Martha und Lutze. Und tschüss. Tschüss. So.